sind wir beim Punkt Rache und Vergeltung. Ja. Ey, also ich kann mir das vorstellen, also wenn ich da jahrelang jetzt... Ja, dann kommt ja Stefan auch immer auf Veranstaltungen. Ich habe das jahrelang abgestritten und dachte, das ist nicht opportun, das ist ja auch relativ pietätlos, über meine Rachegelüste zu sprechen. Habe das immer abgestritten. Immer wenn ich gefragt wurde, habe ich gedacht, lass sie erleben, ich sterbe von ganz alleine. Ich habe jahrelang Psychotherapie gemacht, um überhaupt darüber reden zu können. Und vor allem auch öffentlich reden zu können. Und mit meinem Therapeuten habe ich über meine Rachegefühle natürlich als allererste gesprochen. Und dann bin ich ja relativ kreativ und habe mir überlegt, wie kann Stefan Rache üben, ohne sich strafbar zu machen. Also mir die Hände schmutzig zu machen, mich auf das gleiche Niveau wie die Täter zu begeben. Und dann habe ich ja einen PC zu Hause und habe mir eine Liste angelegt mit allen den namentlich bekannten Erziehern aus meiner Zeit. Der Direktor stand dann noch drauf und Frau Honecker steht noch drauf. Alle, die ich verantwortlich mache für diese Verbrechen, stehen auf dieser Liste. Und immer wenn einer von denen verstirbt, ich gehe in meinen Lieblingssupermarkt, kaufe mir eine Piccolo-Flasche Rotkäppchen, direkt dann geht nach Hause, mache einen Strich auf der Liste, wieder einer weniger. Dann wird gefeiert. Und wisst ihr, was ich mache, wenn Frau Honecker verstirbt? Die ist für mich die Hauptverantwortliche. Das ist übrigens der einzige Mensch auf der ganzen Welt, den ich hasse. Den ich tatsächlich hasse. Wenn Frau Honecker stirbt, und die lebt ja heute in Santiago de Chile seit 1992, ist ja abgehauen aus der DDR 1990. Wenn Frau Honecker stirbt, geht Stefan in seinen Lieblingssupermarkt, kauft sie eine Magnumflasche Rotkäppchen-Sekt. Dann geht Stefan nicht nach Hause. Ich habe bis heute auch hier schon tausende Baden-Württemberger Schüler eingeladen. Dann ist ein alter Ost-Berliner Punk an der Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz und trinkt aus seiner Magnumpulle Sekt. Und dann feiere ich den Tod von Frau Honecker, und zwar ganz öffentlich. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen kommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Den Samstag nach Margaret Honeckers Tod, nach der Meldung im deutschen Fernsehen und in der Tagespresse. Und die Meldung wird kommen. Die Frau war die Frau von Erich Honecker, dem Staatschef der DDR. Wenn die Meldung im Fernsehen kommt, in der Tagesschau oder Heute-Journal oder so, ist ja egal. Selbst auf RTL gibt es ab und zu Nachrichten, auch wenn die Grotten schlecht sind. Die Meldung kommt garantiert und sitzt den Samstag danach 14 Uhr. Wie lange das geht, ist mir scheißegal. Kommt dann einfach, ich habe wirklich schon weit über 100.000 Bundesbürger und sehr Bürger aus dem europäischen Ausland eingeladen. Dann wird die feiert. Ist mein Ghetto-Blaster spielen die Ärzte oder Rammstein oder Knockhart aus Wiederwurst. Das wird ein lustiger Tag.